Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part GTA 4. So, hier haben wir eine SMS. Das ist ein hübscher Rebler. Dieser PMP 600 ist immer in einer Straße im Exchange-Viertel geparkt. Er schreit fast danach, geklaut zu werden. So, das ist er. Da vorne steht er. Das sind die Säulen, die im Hintergrund zu sehen sind. Also, ich bin hier richtig. So, gehen wir mal kurz zurück. Hier, guck mal, ich habe übrigens hier ordentlich viel. Moment. Ist das wirklich so scheiße viel? Ne, Moment mal. Ach, das geht dann mal nach unten durch. Ah, guck mal da. Ja, da. Ich war auch fleißig. Ich habe alle Freunde besucht. Nicht nur die, die ich auch brauche, sondern wirklich alle. Oh, Moment. Das war nicht das, was ich wollte, sondern alle. Und hab mir damit auch gleich den Erfolg gesichert, den ich brauche. Also den man kriegt, wenn man alle Freunde auf 90% Sympathie hat. Und das habe ich dann einfach gerade gemacht. Ich habe fleißig gezockt. Ich habe. Was habe ich? Ja, bin mit allen ausgegangen, hab mit allen eigentlich auch alles gemacht. Ja, toll, jetzt sind die Bullen doch auf mich aufmerksam geworden. Drecksviecher, wollte ich gerade sagen, aber naja. Komm, er hupt ja schon, er braucht ja gar nicht groß euch aus dem Fenster zu lehnen hier. Ja, was habe ich gemacht? Diesen, das und jenes. Was? Das Billardspielen, also Pool. War eigentlich quasi das, was ich überhaupt nicht mochte, weil es mir einfach, weil ich nicht überspringen konnte. Und weil ich einfach nicht, weil es halt einfach immer eher lang gedauert hat. Aber egal, eigentlich hat es im Prinzip dann doch Spaß gemacht bei allen Aktivitäten, auch wenn ich die meisten einfach so kurz gehalten habe wie möglich, weil. Es hat doch am Ende dann ziemlich lange gedauert, das alles zu machen. Ein paar Stündchen habe ich dann schon noch gezockt. Ja, vor allem, weil ich dann halt auch. Ich weiß gar nicht. Ich habe teilweise bin ich auch weit gefahren und habe mehrere Sachen gleichzeitig gemacht und bla und blub und. So eigentlich. Haben wir hier geradeaus. Wenn wir auch ankommen. So, was wollte ich sagen? Ach, und ich habe noch etwas gemacht. Ich habe. Es gibt ja einen Erfolg, wenn man alle Brücken, die über Wasser führen, unterfliegt. Und ja, genau das habe ich auch gemacht. Hab mir, ja, im Nachhinein habe ich mir gedacht, hätte man eigentlich auch einen hübschen Special-Part draus machen können. Ja, da war ich aber schon bei der letzten Brücke, als mir das eingefallen ist. Und da habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Ich kann ja trotzdem mal noch einen Special Part machen, wo ich unter Brücken durchfliege, wo ich das mache. Ich zeige einfach mal, es sind insgesamt 14 Brücken, kann das ja mal machen. Und dann fliege ich einfach. Na, fuck. Gucken, ob ich das hier schaffe, hier zurückzusetzen, ohne dass mir einer hinten drauf brummt. Oder ich einem drauf brumme. Ah, es hat geklappt. Ah, oh, jetzt habe ich doch noch Blinker kaputt gemacht. Scheiße, du. Naja, egal. Passiert ist passiert. Fehler sind dazu da gemacht zu werden, obwohl es jetzt gar nicht so ein großer Fehler war hier. Ja, dann wäre doch noch was. Dass ich jetzt vergessen habe. Scheiße. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt wieder Story-Mission. Also so arg viel ist gar nicht mehr da. Ich kann ja mal kurz auch noch zeigen, beziehungsweise brauche ich eigentlich nicht. Habe in die Statistik geguckt. Vor den Aktivitäten mit Freunden war ich um die 80. Jetzt habe ich bereits 85%. Also ist wirklich gar nicht mehr viel. Fährst du mal weiter? Oder bleib einfach da. Noch besser. Benütze ich dich gleich, um zum nächsten Auftraggeber zu fahren. Etwas über 10.000 haben wir gekriegt, wa? So, übrigens, Rennen habe ich auch noch gefahren. Habe ich auch vor.
Ja, komm, Nico, steig einfach ein. Ich hätte eigentlich auch rufen können nach ihm. Aber... Okay, where to? Sollen wir zum Gambetti oder zum Pecorino oder... Phil? Sollen wir... Ah, komm, wir fahren zu Gambetti. Warum mehr? Heißt der nicht Gravelli? Nicht Gambetti? Ich weiß gar nicht. Okay, kein Problem. Ja, ist klar. Komm, Nico, mach doch mal hin. Ach. Mal, so geht das doch. Gut. Dann reißt ihr das Scheißding erstmal unter den Nagel, Nico. So, und jetzt schnell in den Marker. Bevor der Typen sein Auto zurückklauen will oder wie auch immer. So, Motor können wir abstellen. Weil vielleicht kriegen wir hier auch wieder Auto gestellt, ich weiß es nicht. Nico, good to see you. You too. How are you, Mr. Gravelli? Good, good. I was just speaking to our mutual friend about you. He said how efficient you were. I like that. Then he mentioned something about a Darko Brevich. What? He did? Yeah, he's located the guy. It seems he wasn't in Switzerland at all, but in Bucharest. He'll be here soon. Good, good. And it seems your Russian friends are getting the message. Some of them. Oh, okay, so... I think it's our turn to do a favor for that mutual friend of ours. Seems some Korean has come into the country and is selling money at a discount. You don't need me to tell you that it's all Fugazi. Faker than a pair of vinewood tits. That's good. Listen, I need you to deal with this. Eliminate the guy. What he's doing is no good for the economy and no good for patriots like you and me. So who is he? His name is Kim Young Guk. You'll be very well protected. He eats at Mr. Fook. Fuck. Mr. Gravelli, are you all right? Yeah, I'm fine. Wait, what was I saying? Kim Young-guk, he eats at... Yeah, right. He eats at a restaurant called Mr. Fook's Rice Box. Yeah, in Alderney City. Don't worry, I'll take care of it. Ich glaube, der steht wirklich kurz vorm Abkratzen, der Typ, ne? Und wir sollen uns jetzt um Kim Jong-il kümmern und um ein Mr. Und irgendwie hängt noch ein Mr. Fuck mit drin. Okay, alles klar. Und warum zum Geier steht eigentlich, ja, bei der im Taxi stand Gambetti und der Typ heißt eigentlich Gravelli. What the fuck? WTF? Warum? Warum zum Geier ist das so? Wo bin ich hier eigentlich? Hab ich jetzt wieder einen ewig weiten Weg vor mir? Naja gut, wir haben ja Zeit. Ich denke mal, die Zeit ist noch nicht so weit fortgeschritten. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel ich mache überhaupt in dem Part. Groß zu tun gibt es ja jetzt eigentlich nichts. Schauen wir mal. Autos für Stevie sind es auch gar nicht mehr so viel. Ich habe schon ja, mehr als zwei Drittel. Vielleicht habe ich sogar schon über drei Viertel. Weiß gar nicht. Also zumindest sogar gar so viel sind es nicht mehr. Also der letzte war es auf jeden Fall noch nicht. Das hätte man wohl mitgekriegt. Aber ach, so viel sind es nicht mehr. Also in den nächsten Parts dürfte in der Tat der letzte kommen. Im nächsten Part übrigens, denke ich, werden wir neben dem Auto für Stevie vielleicht mal nochmal zu den Amok-Läufen gucken. Ja, und ich fahre hier mein Auto zu Schrott auf dem Weg zu meinem Missionsziel hier.
Ach, fahren wir wieder in den Tunnel. Hätte ich doch gleich mal sagen können, dass wir auf die dritte Insel müssen. Irgendwie komisch. Das ist quasi von der ersten... Oder was heißt komisch? Ja, doch schon eigentlich irgendwie. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nett. Also komisch, dass es von der ersten Insel aus nicht irgendwie einen direkten Weg gibt zur dritten. Andererseits aber, ja, muss eigentlich auch nicht unbedingt einen geben. Fahr, Junge. Oder lass mich vorbei. Ja, ja, jetzt gibst du Gas. Jetzt gibst du Gas. Hurensohn, du. Kleiner Dreckiger. Hier am Tunnelausgang macht's immer Handygeräusche, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Ist ja echt übel. Also erst dachte ich, what the fuck? Aber das ist jedes Mal, wenn ich da lang fahre irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Vielleicht ist da irgendwo ein Sendemast, muss mal gucken. Oh, ich bin gleich da. Dann wollen wir da mal gucken, was man genau zu machen hat. Ich habe nämlich doch gar nicht nur so gut aufgepasst, obwohl irgendwas hat er ja von King Jong. Jetzt weiß ich den tatsächlichen Namen gar nicht mehr. Geh in das Restaurant. Okay. Und irgendwas hat er auch von dem Typen gelabert, den wir suchen, ne? Erstmal ausmachen. Vielleicht, ja, nehmen wir mal noch nicht gleich die Waffen raus. Where is Kim? He's upstairs, speaking with the manager. They don't want to see nobody, though. Kim and I are old friends. Kim got a lot of money. He don't need no friends. Get lost! Okay. Ich gehe einfach mal weiter, ne? Warum gehe ich eigentlich hier zu dieser Bar? Ich muss irgendwo eine Treppe rauf, denke ich mal. Ich probiere es einfach mal hier. Oh. Ich glaube, das ist der. Dann wollen wir dem doch mal was verpacken. Ah, leck mich doch am Arsch, du. Ficker, du. Ich mach das hier gerade echt nicht sonderlich klug. So. Wo müssen wir denn lang? Erstmal aufsammeln, was hier so rumliegt. Ah, ein bisschen Muni. Ist nie verkehrt. Genau, wir müssen in der Tat immer im falschen Moment nachladen. Und Alter, hab ich schon wieder wenig Mistenergie, nur weil ich ja den ersten, ich hätte ihn gleich abballern sollen, statt hier blöd drumherum zu machen. Ah, es war ein Fehler. So, wo muss ich denn eigentlich hin? Auch gar nicht mehr weit. Einfach hier rein, denke ich. Befrage den Geschäftsführer, um Kim zu finden. Where is Kim? Kim's not here. Oh. He left a long time ago. You best go look somewhere else. Was kann ich denn hier für einen Computer benutzen? If you play stupid, you're not going to live very long. Where's Kim? He heard you come. He ran out back through the kitchen. Lass Kim nicht entkommen. Was? Ich kann hier Computer benutzen? Okay, das lassen wir mal her. Lieber, wobei wir doch durchaus... Ich wusste es doch. Hurensöhne. Da muss doch noch einer sein. Ja, da ist noch einer. So, weg ist er. Oder? Da hat doch eben noch ein Geräusch gemacht. Ich glaube, ich gehe noch lieber nochmal nachgucken. Schnauze. Ah. Und du auch. Sonst noch jemand da? Okay, ich sollte vielleicht nicht zu arg. Ah, gut, dann lasse ich dich mal in Ruhe.
Könnt ihr natürlich auch eine verpassen hier mit dem Messer oder so. Damit. Oder einfach eine boxen. Medikit. Ich krieg mir hier ein bisschen zugeschmissen mit so einem Zeugs. Wo geht's denn hier runter? Alter. Wo ist denn der hin? Okay, ich glaube, ich nehme mal dieses Motorrad. Ausnahmsweise. Nico will keinen Helm aufsetzen. Okay. Wahrscheinlich, weil ich gerade ein wenig zu schnell war. Irgendwas Shooting von wegen, aber keine. Kein bisschen Dings, ne? So, einen habe ich schon erledigt. Der da auf mich schießt. Und den anderen kriege ich schon noch. Okay. Das war's schon. Geil. Geil. Was machen wir denn da? Den Cravelli anrufen. His past is last false bill, Mr. Gravelli. Well done, my boy. This is gonna be a fruitful partnership for us both. Oh, prima. Das hat ja super gut geklappt. Da würde ich sagen, fange ich mir jetzt gar nicht lang. Ich beende jetzt hier den Part und im nächsten machen wir ein paar Attentatsmissionen. Würde ich sagen, auf jeden Fall. Und natürlich suche ich vorher noch ein Auto für Stevie. Vielen Dank fürs Zuschauen.